Alter, was geht ab, Leute? Hier ist der letzte Tag vom Staub-Event. Ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Ich bin echt müde, schlecht geschlafen. Da war so eine Mücke in meinem Zimmer. Die hat mich echt auf Trab gehalten. Also, ich bin echt sehr, sehr schlapp heute. Aber die letzten paar Stunden müssen noch durchgezogen werden. Bisschen Sternstaub geht immer. Und dann schauen wir uns so die Resultate, die Ergebnisse an von mir und von euch. Jetzt erstmal noch ein bisschen Staub machen. Wir haben hier mal ein normales 7er Ei. Geschenk-Event ist vorbei. Check mein Video dazu ab, weil das Event war echt geil. Jetzt haben wir wieder normale 7er. Leider nicht Shiny. Den hätte ich noch Shiny gebraucht. Schade. Nur eins. Leider nur eins, ja. In 300 Metern haben wir zwei 10er. Die gönnen wir uns gleich. Update. Tag 6, Tag 7. Ich bin bei 6,5 ungefähr. Ja, mein Ziel war 10 Millionen. Leider nicht ganz geschafft. Alter, ich schaffe wahrscheinlich nicht mal die 7 heute, weil ja, die Motivation ist nicht wirklich da. Aber schauen wir mal. Die 10er sind geschlüpft. Ich wollte mich gerade setzen, aber ist ein bisschen nass. Obwohl es nicht nass aussah. Kennt ihr das? Ah, naja. Digga, zu viel ist, Mann. Wie oft habe ich dich jetzt gebrütet? Kein einziges Mal warst du shiny. Ich habe zwar schon einen, aber noch einen zum Tauschen wäre genannt. Noch ein Highlight. Shiny des Tages. Oh, 487, aber trotzdem. Das ist doch ein Highlight. Wir brüten noch ein paar, ja. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Ein, zwei Knaller jetzt noch vor dem Eventende. Das, oh, wobei, wenn der 100 wäre, wäre das ein Knaller noch. Ist aber leider kein 100er. Also wir haben bisher nur 200.000 heute gemacht, aber das Wetter ist so schrecklich. Es ist kalt, es ist nass. Ich habe nicht wirklich so drauf Lust, noch durch den Regen zu zocken. Ich treffe mich jetzt mit Dimi, wir holen uns das neue Yu-Gi-Oh! Spiel für die Switch. Danach geht's, glaube ich, heim, das Spiel zocken. Oder vielleicht noch ein bisschen Shop machen, schauen wir mal. Ich glaube eher heim. Das Wetter ist echt ekelhaft. Yo. Mein Gott, da ist es, Leute. Eins für dich. Saftig. Richtig saftig. Und? Shoutout geht raus an. Wo war's? Shoutout geht raus an Ostwind, Alter. Check das Ostwind-Video ab. Okay, Leute. Staubbonus ist vorbei. Leider. Das war eine schöne Zeit. Wir schauen uns jetzt die Ergebnisse an. Erstmal von euch. Wer hat am meisten Staub gemacht? Auf jeden Fall nicht ich, das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich habe auch nicht so viel gezockt, leider. Ihr könnt jetzt kurz pausieren und unten in den Kommentare schreiben, wie viel Staub glaubt ihr, hat der gemacht, der am meisten Staub gemacht hat? Es ist der Kollege Genghis gewesen, aus Frankfurt, Jingo Figo. 8,25 Millionen, krasse Leistung, Respekt. Von 32 Millionen und 59.000 ist er auf 40,327 Millionen gestiegen. Sternstaub. Krasse Leistung, Respekt geht raus. 8,25 Millionen. Heftig. Er hat am meisten Staub gemacht. Von denen, die ja bei mir so mitgemacht haben bei der kleinen Challenge. Ehrenhafte Erwähnungen gehen raus an Vanya Love, der mich ja ursprünglich herausgefordert hatte. Er hat gemacht 7,237 Millionen. Und zwar ist er von 44,9, also 45 Millionen Sternstaub, rauf auf 52,18, also 52,2. Millionen Sternstaub gestiegen. Gebt euren Sternstaub aus, Leute. Der Kollege hatte, glaube ich, auch am zweitmeisten Sternstaub gemacht. Und ein persönlicher Gruß geht raus an den Kollegen Jimmy. Der hatte eigentlich 0 Sternstaub, 647. Und hat das Event beendet mit 6,4 Millionen und 27.000. Also 6,4 Millionen Sternstaub gemacht. Was natürlich auch eine starke Leistung ist.
Und jetzt schauen wir uns mal meine Leistung an, meine Ergebnisse, meine Ausbeute. Ich habe angefangen mit 1,7 irgendwas, also ungefähr 1,8. Habe jetzt 6,6, also nur 4,8. Ihr habt es gesehen, der letzte Tag, also der Dienstag, leider so stürmisches Wetter. Ich habe nur 200.000 gemacht. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ich hatte eigentlich vor, mit 7 zu enden, also 4,8, 5,2 gesamt wären es dann gewesen. Aber ich bin auch erstmal zufrieden. Mit dem Staub kann ich eine Menge maxen. Das wären ein paar saftige Videos. War cool, war anstrengend. War sehr, sehr anstrengend. Ich kann nicht mehr so viel zocken wie früher. Vor allem diese... Ich habe zwar schon Lust, aber so viel am Stück. Also das waren jetzt 7 Tage nur. 6 war der letzte Tag, habe ich nicht mal gezockt. Früher liefen Events 10 Tage, 12 Tage oder sowas. Und da einfach in der Früh 19 Uhr rausgegangen, nach Pasing. 19, 11 Uhr nach Hause gekommen. Einfach durchgehend gezockt. Und jetzt kann ich immer 4, 5, 6 Stunden zocken, ohne dass ich müde werde oder die Lust verliere. Ich denke, ich hätte schon jeden Tag 2, 3 Stunden ein bisschen mehr zocken können, um wirklich an meine Grenzen zu gehen. Aber war jetzt okay, man muss jetzt nicht auch übertreiben. Auf jeden Fall die Ausbeute. Könnt ihr hier sehen, Moment. Wir gehen mal einen 100er erstmal. Dann seht ihr alle 100er. Ich kann auch einfach auf 4 Sterne angeben. Das sind alle 100er, die ich jetzt in der Zeit gebrütet habe. Also ab dem Abgrad, das sind 5 100er, die ich gebrütet habe oder aus der Quest bekommen habe. Ja, Knospi. Also eigentlich freue ich mich nur über das Plinfer. Abgrad brauche ich nicht, Bisasam brauche ich nicht. 100er Bisasam, Lucky ertauscht. Vulkan aus der Quest brauche ich nicht. Knospi 100 ist ganz nett, ist ein Baby, aber an sich brauche ich das eigentlich auch nicht. Nur das Plinfer ist nice. Über nächster C-Day kann man den entwickeln mit der C-Day-Attacke. Dann Schillernd. Das interessiert auch viele. Ihr habt die Videos gesehen. Eigentlich beinahe jeden Tag ein neues Shiny. Daily Shiny muss sein. So, da habt ihr es. Gestern noch. Shiny Shinox aus Mai. Shiny Haspigor. Shiny Radfratz. Absolut getauscht. 3 Suicune beim Raid Day. Shiny Sichlor geklickert während des Raid Days. Nidogan getauscht. Shiny Carpador nach Ewigkeit mal wieder. Shiny Endivir irgendwann zu Hause. Shiny Onyx. Das Video habt ihr hoffentlich gesehen. Dann der krasse, der überklasse Tag, wo ich Magpie gebrütet habe, Formio, 2 Sneeble und Neagodactyl. Und 98er Kaumalat, den darf man auch nicht vergessen. Oh, und das war's auch schon. Das war meine Ausbeute vom Staubbonus, von der Staubwoche. Eine Woche zocken, eine Woche Dauerbrüten und das habe ich alles bekommen. Kann sich, denke ich, mal sehen lassen. Das war's auf jeden Fall von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer Staubbonus so verlief. Was sind eure Highlights gewesen? Was habt ihr krasses gebrütet? Habt ihr neue 100er bekommen? Wie viel Staub habt ihr gemacht? All das unten in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.